Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ja? Und ich bin total fertig, das haben Sie richtig erahnt. Ne? Ich bin so totalitär fertig, dass ich Ihnen jetzt unbedingt davon berichten muss. In einem Video, die ja jetzt jeder dreht in der neuen Normalität und von seinen Befindlichkeiten berichtet. Ja? Ich freue mich auf Ihre Geschichte. Meine hören Sie jetzt. Wo geht's los? Hier. Bis gestern habe ich geglaubt, diese Volltrottel-SternchenInnen, die sich Masken aufsetzen, obwohl für deren Wirkung die notwendige Evidenz zu fehlen scheint, müssten komplett, sofort, fristlos gekündigt werden. Zumindest, wenn es sich um Pädagogen handelt. Solche miesen Vorbilder braucht niemand und schon gar nicht unsere Kinder. Sie haben einfach den Intelligenztest nicht bestanden, dessen Bestehen man von erwachsenen Menschen mit einem IQ größer als 100 erwarten darf. Sie haben einfach vergessen, die der Maskenverpackung beiliegende Beschreibung zu lesen, beziehungsweise dem Verkäufer aufzutragen, nur Masken zu verkaufen, die vor Viren schützen. Ich kann sie nicht erkennen. Ich kann sie nicht verstehen. Aber was soll ich mich weiter ärgern? Seit heute ist alles anders. Ich akzeptiere jetzt, dass es Menschen gibt, die hinter den Masken tatsächlich noch genügend Luft in die Lungen bekommen, sodass sie nicht augenblicklich mit einem trockenen Hals röchelnd auf dem Fußboden liegen und langsam vor sich hin ersticken. Ja, ich bin jetzt total tolerant. Ihr dürft euch schützen. Gegen jeden Quatsch. Gegen jede nur denkbare Gefahr. Wie zum Beispiel Vulkanausbrüche, außerirdische Kometeneinschläge, explodierende Atombomben und so weiter. Ja, das solltet ihr tun. Wer sich gegen Pilze und Bakterien und vielleicht auch Viren schützt, sollte auch diese stets gegenwärtigen Gefahren nicht vergessen. Ich erlaube euch alles. Ihr dürft rauchen und saufen. Ihr dürft vom Dach oder mit dem Wingsuit vom Berg springen. Viel zu schnell Radfahren, ohne Helm, nachts unbeleuchtet, meinetwegen auch gerne über Rot und skaten und rollern ohne Schutzkleidung. Ihr dürft giftige Substanzen trinken und essen mit Glyphosat und so. Ihr dürft euch auch eincremen mit Hormonen, Alu und was sonst noch Giftiges in den Cremes enthalten ist. Ihr dürft euch auch in Södolfs Sadomaso-Club als devotes Opfer bewerben und euch dort foltern lassen. Ich spare mir jeden Kommentar. Versprochen. Ihr dürft euch eine Plastiktüte über den Kopf ziehen und Ersticken üben. Ihr dürft Drogen aller Art zu euch nehmen, oral und intravenös. Gerne auch direkt in den Arm injizieren oder sogar als kostenloser Proband für die kriminelle Pharmalobby arbeiten und an gefährlichen Experimenten teilnehmen. Ja, ihr dürft euch umbringen, Selbstmord begehen. Und ich sehe euch jetzt einfach dabei zu. Ich werde euch nicht davon abhalten, ich werde es nicht einmal mehr versuchen. Es ist eure persönliche Entscheidung. Ist es das, was ihr von mir erwartet? Okay, ich bin jetzt soweit. Ich bin jetzt totalitär tolerant. Ich kümmere mich um meine und um die Gesundheit meiner Familie. Ausschließlich. Dafür, dass ich jetzt sozusagen mehr als tolerant bin, erwarte ich, dass mir von euch alle meine Rechte ohne jegliche Einschränkung zugestanden werden. Ich darf sagen, was ich will. Ich darf glauben, was ich will. Ich darf mich informieren, wo ich will. Ich darf auch andere informieren und unterrichten mit allem, was ich weiß. Ich darf mir meine Freunde suchen, wo ich will. Ich darf sogar aufs Gendern verzichten, wenn mir danach ist. Ich darf Böses vermuten und darüber sprechen, falls mir danach ist. Selbstverständlich verzichten dafür in Zukunft die Verschwörungsleugner auf die völlig aus der Luft gegriffenen Anschuldigungen Querdenker, Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker. Und ist das ein Angebot? Na klar, das kann doch niemand ablehnen. Ich werde mich nicht umbringen. Ich werde mich weiter um meine Gesundheit kümmern. Ich werde so viel Luft atmen, wie ich sie zum Leben benötige.
Ich werde mir nichts von dummen, gänzlich einseitig informierten Menschen befehlen lassen, die scheinbar glauben, mich in den Selbstmord treiben zu dürfen. Wussten Sie, dass solch ein unanständiges Verhalten sehr wahrscheinlich für diese Menschen völlig folgenlos bleiben wird? Es ist scheinbar nicht strafbar in Deutschland. Ja, das Verbrechen nimmt seinen Lauf. Die Maskenfaschisten und deren Helfershelfer, von mir Maskisten oder Koronisten genannt, setzen unbeeindruckt jeder Evidenz ihren Unsinn fort. Die Gemeinschaft der Schwachsinnigen wird sehr wahrscheinlich klaglos neben mir verenden und sich nicht wehren. Es ist traurig, sich ansehen zu müssen, wie die neue Art der Weißschnabelraben aufgrund ihrer Dummheit kollektiv umgehend wieder ausstirbt. Da gibt's nichts mehr zu retten. Ich rette mich jetzt erst einmal selbst. Ich kümmere mich um meine Gesundheit und du dich um deine Gesundheit.